Ich hoffe, Sie sind mir wohlgesonnen und wir versuchen möglichst schnell auch in eine Diskussion zu kommen. Aber zunächst möchte ich in Reihenfolge der Arbeitsgruppen meine Gäste begrüßen. Da ist zunächst Herr Konrad Albert, Vorstand Legal Distribution and Regulatory Affairs bei ProSiebenSat.1, der für die Arbeitsgruppe 1 stand, die sich schwerpunktmäßig mit Fragen beschäftigt hat, die in die eigentliche engere Rundfunkregulierung fallen. Dann mache ich weiter mit Herrn Dr. Tobias Schmidt, Vorstandsvorsitzender des VPRT, aber auch Bereichsleiter Medienpolitik RTL. In dem Falle Vorsitzender der AG2, die sich mit rundfunkrelevanten Regulierungen, die auch über das Rundfunkrecht im engeren Sinne hinausgehen, beschäftigt hat. Dann begrüße ich zu meiner Rechten die Frau Dr. Anne Schumacher, bei der KDG auch für Regulatory Affairs und Themen dieser Art verantwortlich und mit der schwierigen Arbeitsgruppe Infrastruktur gesegnet. Und last but not least, sozusagen mein ehemaliger Chef, jetzt Präsident der BLM, Herr Siegfried Schneider. Ich weiß nicht, ob das jeder gehört hat, das mit dem Untergebenen, das wäre, glaube ich, etwas übertrieben. Aber ich möchte gleich mal eben beim staatsfernen Präsidenten der BLM anfragen. Sie haben die Arbeitsgruppe Aufsicht geleitet. Insgesamt, wie ist Ihr Eindruck? Wie war die Atmosphäre? Also die Atmosphäre war geprägt von dem Willen der Teilnehmer, dass man etwas erreichen muss, also als Auftrag auch gesehen. Natürlich war zu Beginn eine hohe Divergenz in den Meinungen. Man hat sich auch mit Kompromissbereitschaft aufeinander zubewegt und die Teilnehmer haben dann ein gutes Ergebnis bekommen. Wir waren relativ schnell auch dann fertig. Vielleicht lag es auch daran, dass nicht alle Marktteilnehmer bei uns dabei waren. Im Laufe der Zeit haben sich dann auch noch alle Marktteilnehmer gemeldet und dann ist manches, was schon konsolidiert war, nicht mehr so im Papier dann fertig geworden. Aber das liegt halt daran, dass halt das gesamte Thema eine hohe Vielfalt hat und die unterschiedlichen Interessen aufeinander getroffen sind. Und da darf ich kurz erläuternd nochmal zu dem weiteren Verfahren, das wir seit letztem Jahr hatten, einsteigen. Wir hatten zu 2013, also auf den Medientagen, eine erste Absteckung der Felder, die als relevant angesehen werden für eine Diskussion in der Reform der Medienordnung, aber darüber hinausgehend auch. Und wir hatten auch einen ganzen Korb voll Vorschlägen. Dann folgte die Phase jetzt bis 2014, mit der Aufgabe, Handlungsfelder genau abzustecken und konkrete Maßnahmen herauszufinden. Dabei muss ich erklärend hinzufügen, dass, was jetzt schon anklang, nicht in jeder AG jeder vertreten war, aber jeder natürlich hätte teilnehmen können und sich auch einbringen können. Allerdings haben natürlich der ein oder andere Teilnehmer, und die Bandbreite war ja weit, ich fange mal bei der Landesmedienanstalt an und könnte jetzt bis zur Spio gehen, die für die Filmproduzenten auch tätig war, darauf verzichtet, sich zu Dingen einzubringen, die für den jeweiligen Bereich nicht so relevant erschienen. Ich darf auch sagen, dass es nach wie vor Divergenzen gibt, aber wir können heute vorlegen einen Katalog der Themen, wo eigentlich kein Widerspruch besteht, dass sich die Politik hier drum kümmern muss. Dahinter birgt sich manchmal noch der ein oder andere Streitpunkt. Dieser Streitpunkt ist aber, jedenfalls soweit, wie wir es ausgearbeitet haben, und da danke ich ganz herzlich den Arbeitsgruppenvorsitzenden, die hier harte Arbeit zu leisten hatten, denn die Enden, die da zusammenzubringen waren sehr weit auseinander. Es gibt da Optionen, die zum Teil sich widersprechen. Also die Anfrage wird an die Politik gehen, willst du A oder B? Oder manchmal sich auch ergänzen. Also will man so weit gehen oder vielleicht noch weiter mit manchen Schritten. Und das führt mich dann auch zur Frage an, vielleicht, ja, fangen wir Ladies first, was waren denn die meisten das Thema oder die Themen, die am meisten umstritten waren? Naja, also sagen wir es mal so, das Thema Infrastruktur und Content, das habe ich auch vor einem Jahr hier schon mal gesagt, ist natürlich von erstmal Interessengegensätzen geprägt, aber ich glaube, es herrschte schon ein Grundverständnis in unserer Arbeitsgemeinschaft, dass wir
entlang an den Prinzipien Deregulierung, Vertragsfreiheit und Nichtdiskriminierung wechselseitiger Art durchaus weitergehen können. Aber dann im Konkreten, und das ist letztlich immer die Frage der konkreten Ausgestaltung, welche Lasten hat ein Netzbetreiber, welche Privilegien ein Inhalteanbieter, gibt es eine Kompensation dafür? Das sind natürlich die Punkte, an denen wir nicht zusammengekommen sind, wo wir aber jedenfalls Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie man damit weitergehen kann. War das in Ihrer AG ähnlich? Ja, ich glaube in der Tat, die Grundsatzfragen, die kommen natürlich dann, je tiefer man geht in der Diskussion, je stärker hervor. Und sozusagen die Wesensfrage, die dahinter steht, beispielsweise bei den Rundfunkern sind wir immer noch sozusagen ein besonderer Homunculus, der, bitte? Entschuldigung. Sind wir immer noch so ein Sonderwesen, das mit besonderen Rechten und Pflichten ausgestattet ist und viel Regulierung braucht? Oder sind wir, was die privaten Marktteilnehmer angeht, nicht vielmehr auch Wirtschaftsunternehmen? Das schlägt sich dann natürlich konkret hier durch in die Fragen, die wir diskutiert haben, rund um Plattformregulierung, Lizenzierungspflichten. Und was ich besonders bemerkenswert finde, dass wir zusammen mit den Marktteilnehmern, mit der Aufsicht und mit der Politik auch uns getraut haben, auch heilige Themen, heilige Kühe mal anzufassen, Themen der Vielfaltssicherung mal neu zu denken. Das Thema müssen wir noch die komplizierten Lizenzierungsfragen Verfahren vorhalten oder müssen wir nicht viel stärker in Richtung Konvergenz denken und diese technologiebezogene, übertragungswegbezogene Regulierung ersetzen durch eine Regulierung, die eher sich mit der Wirkung und der Zielrichtung der Medien befasst und eher zu Notifizierungsfragen kommen, angehen. Das fand ich schon, ehrlich gesagt, extrem bemerkenswert. Und das hat auch mich oder uns alle, glaube ich, positiv gestimmt. Und am Ende hängt das ja auch damit zusammen, ob wir die Testfrage, die uns Horst Seehofer vor 2 Jahren gestellt hat, nämlich kriegt ihr das hin, do you walk the talk, die verschiedenen Player, inklusive Aufsicht, inklusive öffentlich-rechtlicher Rundfunk, die privaten Hörfunkverleger, zu sagen, was ihr denn anders haben wollt, weil ihr redet ja immer nur darüber, dass sich was ändern muss und die Politik hat uns hier den Ball zugespielt. Ja, und diesen Ball können wir nur dann zurückspielen und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt und das haben wir geschafft, wenn wir ganz konkrete Maßnahmen definieren, die wir der Politik an die Hand geben können und der Politik keine Ausrede und keine Entschuldigung liefern, weiterhin untätig zu bleiben. Und das ist für mich das große Ergebnis dieses runden Tisches. Herr Schmidt, was ist für Sie der bemerkenswerteste Effekt oder das bemerkenswerteste Ergebnis aus dieser Diskussion? Dass sie stattgefunden hat. Das klingt immer so trivial, aber ich finde, und da würde ich mich meinen Vorrednern anschließen, und ich glaube, das gilt für alle, die bei diesem Prozess dabei waren, dass über einen Zeitraum von 2 Jahren die Themen tatsächlich intensiv durchzusprechen, auch die Unterschiede herauszuarbeiten. Annette Schumacher hat das eben angesprochen, natürlich gibt es Themenfelder, die konfliktär sind und das wahrscheinlich schwierigste Thema ist in der Tat das Verhältnis zwischen Infrastruktur und Inhalteindustrie, aber das Thema miteinander zu besprechen, gemeinsam zu überlegen, welche Punkte sind denn eigentlich die relevanten, hat an sich bereits einen gewissen Wert. Ich glaube, und das wird ja auch bei diesen Medientagen hier deutlich, der positive Effekt dieses runden Tisches ist, dass die Industrien, die in dieser Branche arbeiten, tatsächlich weniger ritualisierte Grabenkämpfe durchführen, sondern tatsächlich an der Sache arbeiten. Und dass wir über diesen runden Tisch auch dazu gezwungen wurden oder uns selbst gezwungen haben, zu sagen, so, also wir lassen jetzt mal die Platydesken weg, die wir üblicherweise auf Podien austauschen, und erklären uns gegenseitig, warum der eine oder der andere Punkt tatsächlich ein Problem ist. Ich finde das Bemerkenswerte, dass alle, die aktiv teilgenommen haben, es haben nicht alle aktiv teilgenommen, aber die aktiv teilgenommen haben, sich auf dieses Miteinander eingelassen haben. Ich will auch nicht verhehlen, dass ich finde, dass wir bei diesem Prozess, sollten wir ihn in einer Form, welcher Form auch immer fortsetzen, schon darauf hinwirken sollten, dass tatsächlich alle teilnehmen. Es ist zwar hier unheimlich höflich nicht gesagt worden, aber die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben sich verhältnismäßig passiv verhalten, um es mal freundlich zu formulieren.
und sind dann am Ende eher in Schriftform in Aktion getreten. Gerade das war, ich will das gar nicht zu sehr brandmarken, ich nehme es nur als Beispiel für die unterschiedliche Herangehensweise, und gerade das war nicht so sehr der Sinn. Der Sinn war, dass man sich gegenseitig erläutert, was die Probleme sind. Das führt dazu, dass nicht alle Probleme beseitigt sind. Das kann so ein runder Tisch auch nicht leisten. Das war ja auch nicht seine Aufgabe, sondern die Aufgabe war herauszufinden, wo sind sich die Industrien im Prinzip einig, einschließlich des Regulierers, und wo sind die Punkte, wo wir uns nicht einig sind, wo wir aber trotzdem einen Handlungsbedarf sehen, den wir dann an die Politik zurückgeben. Dieselbe Frage auch an Sie gestellt, Herr Schneider, weil Sie ja doch eine Doppelrolle einnehmen, einerseits als Organisator oder Verantwortlicher für den privaten Rundfunk in Bayern, auf der anderen Seite als Aufsicht und ja für die Regulierung nicht unwesentliche Funktion. Ich denke, wichtig war für uns, wenn ich jetzt am Beispiel der Aufsichtsstrukturen mal herangehe, dass man in dieser konvergenten Welt einfach die zwei Ebenen, beispielsweise Bund und Land, hat Kartellrecht und Rundfunkrecht, dass wir nicht sagen, wir brauchen jetzt eine neue Behörde, in der alles benannt ist, sondern zu sagen, wir haben die unterschiedlichen Zuständigkeiten, aber es muss auch im Kartellrecht, müssen rundfunkrechtliche, medienpolitische Dinge müssen auch diskutiert werden, von Beginn an mitgesehen werden, und dass einfach dieser Abstimmungsprozess doch viel intensiver zwischen Kartellamt, zwischen Bundesnetzagentur, Landesmedienanstalten, Länder auch institutionalisiert werden muss, um Entscheidungen zu haben, die in einer konvergenten Welt andere sind, als sie in der analogen Welt waren. Also das war bei uns so ein Thema, das wir intensiv, weil wir auch Vertreter des Bundes oder der Bundespolitik in unserer Arbeitsgruppe hatten. Da sind wir am Anfang sehr, sehr weit auseinander gewesen. Von der einen Seite, das macht der Bund eh alles alleine, und auf der anderen Seite, der Bund soll sich zurückhalten, einfach zu schauen, wie können wir Regulierung, Aufsicht, Entscheidungen, die für den Markt und für die Marktteilnehmer existenziell sind, wie können wir die gestalten in einem höheren Maß an Übereinstimmung? Die schwierigste, weil am stärksten entgegengesetzt mit Interessenvertretern versehene Arbeitsgruppe war Ihre, Frau Schumacher. Während in der ersten man sich doch auf einige gemeinsame Ziele relativ schnell hat verständigen können, bleibt ja manches eben im Konflikt zwischen Infrastrukturanbieter und Inhalteanbieter möglicherweise offen. Welches Ergebnis ist jetzt trotzdem für Sie am bemerkenswertesten, was erzielt werden konnte? Also das Bemerken, sagen wir mal so, es ist super, dass das Thema Plattformregulierung und dann eben die Frage der Privilegien, der Must-Carry-Regelungen, dass das als Handlungsfeld identifiziert worden ist, das auf jeden Fall zu bearbeiten ist, dass das auf der Liste steht und dass man zur Kenntnis nimmt, dass wir da Themen haben, die heute sozusagen vom bestehenden Recht nicht gelöst werden können und die auch nach vorne raus einer differenzierten und möglicherweise angepassten Betrachtung bedürfen. Das alleine ist ja in der Tat schon ein Wert an sich, und insofern stimme ich Tobias Schmidt voll zu, dass wir zusammen saßen und diese Themen offen besprochen haben, hat schon viel, hat wirklich viel gebracht. Ich hätte mir in der Tat auch gewünscht, dass man, weil wir alle die Vorbehalte haben, laufende Verfahren stehen auf dem anderen Blatt, sich mehr Mühe gegeben hätte, seitens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch mal aus der Box zu denken und zu sagen, was könnten neue Ansätze sein, weil die Wechselwirkungen, die natürlich für den Privatrundfunk mit Privilegien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verbunden sind, sozusagen ja nicht wegzudenken sind. Also wir können eben, wir jedenfalls als Infrastruktur können ja so eine Regulierung, dann kann man uns nicht auferlegen, ohne beide Seiten des dualen Systems eben entsprechend auch zu betrachten. Und das ist sozusagen das, was mich jetzt auch am meisten gestört hat, dass wir da einfach nicht weitergekommen sind, weil natürlich der private Rundfunk immer auf den Öffentlich-Rechtlichen dann auch blickt und sagt, ja, wenn die, dann wir auch. Und dann stehen wir still und kommen nicht weiter. Und insofern haben wir da eben durchaus, oder die Politik, dann eben noch ein paar Entscheidungen zu treffen. Da schließt sich jetzt direkt die Frage an, die ich aber dann tatsächlich in die Runde gebe. Gibt es die Chance auf noch mehr Einigkeit, oder ist es jetzt ein Plafond, der erreicht wurde, mit dem man jetzt vielleicht in die politische Diskussion gehen muss, aber wo auch alles gut ist? Oder haben Sie die Erwartung jetzt aufgrund der Erfahrung der letzten zwei Jahre, dass wir noch an anderen Punkten weiterkommen? Ich weiß nicht, wer zuerst möchte. Also ich finde, also die Antwort lautet ja, weil ich das Gefühl habe, es gibt
bei diesen Diskussionen, die wir geführt haben, tatsächlich am Ende dieses Prozesses oder in dem Zwischenstand, den wir jetzt sind, es gibt gar keine Uneinigkeit. Es gibt unterschiedliche Interessen. Natürlich ist das so. Und wie Annette Schumacher gesagt hat, die Herausforderung, das macht ja Medienpolitik und den ordnungsrechtlichen Rahmen so kompliziert, diese Interessen sind oft in sich bedingt. Also nehmen Sie den Klassiker, wenn ich eine Content-Regulierung habe, dann führt das dazu, dass ich einen anderen Anspruch bei der Distributionsregulierung habe. Also wenn ich sage, wenn ich inhaltlich dies und jenes machen muss, dann möchte ich auch, dass das transportiert wird. Würde das eine wegfallen, wäre auch die andere Position anders. Das heißt also, das System, in dem wir agieren, und das ist für mich ein wirklich wichtiger Punkt aus diesem runden Tisch, das System, in dem wir agieren, haben ja nicht wir gemacht. Wir sind der Regulierungsgegenstand. Und wir haben uns mit der Regulierung auseinandergesetzt. Und das ist sozusagen kein Disput zwischen der Infrastruktur, zwischen der Aufsicht und den einzelnen Veranstaltern, zwischen den unterschiedlichen Mediengattungen, sondern wir befinden uns in einem ordnungsrechtlichen Rahmen, der bestimmte Parameter gesetzt hat. Und wir haben überprüft, ob diese Parameter sozusagen zielführend sind. Und sind zum Ergebnis gekommen, dass die Parameter in vielen Punkten einer Überarbeitung bedürfen. Und wenn diese Überarbeitung beginnt, und insofern würden wir, glaube ich, von hier aus jetzt auch den Ball in Richtung Politik zurückspielen und sagen, wenn diese Parameter aufgenommen werden, dann ist diese Runde, die im Prinzip ja die Vertreter der unterschiedlichen Industrien sind, mit Sicherheit willens, ihrerseits dann wieder den nächsten Schritt zu vollziehen. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen müssen, so, wir haben es jetzt alles beschrieben, wir haben auch Vorschläge gemacht, wie man es machen kann. Jetzt müsste die Politik, die ja am Ende das Prä hat bei der Festlegung, wie sie es denn nun gerne haben möchte, müsste den ersten Schritt gehen und sagen, okay, wir entscheiden uns für die Richtung A oder für die Richtung B. Und daraus dekliniert sich dann sozusagen der nächste Schritt, bei dem ich sehr zuversichtlich bin, bis hin zu dem komplizierten Thema Distribution und Inhalteindustrie, dass wir auch dort Lösungen finden. Denn, und das einte uns, glaube ich, bei diesen Runden, am Ende haben wir alle ein gemeinsames Interesse, nämlich dass diese Branche, die Medienbranche, die Industrie in der Bundesrepublik so erfolgreich weitermachen kann, wie sie das bisher war. Und das kriegen wir sowieso nur gemeinsam hin. Und insofern, ja, da geht noch mehr. Albert. Ja, ich möchte mich da anschließen, was man vielleicht wirklich an dieser Stelle nochmal sagen sollte. Wir haben hier alle unsere Mappen liegen. Wir werden eine Stunde relativ stark an der Oberfläche nur bleiben können. Aber was in diesen Mappen drin steckt, das sind wirklich zum ersten Mal sehr konkrete Formulierungsvorschläge zu insgesamt, glaube ich, 12 Themenkomplexen, die jetzt in die Politik zur Umsetzung einzuspeisen sind. Wir erwarten uns natürlich ein schnelles, aktives Handeln jetzt der Politik. Also die Testfrage, glauben wir, von Herrn Seehofer von vor 2 Jahren jetzt zufriedenstellend beantwortet zu haben. Und das Beste ist natürlich, wenn das Ganze jetzt schnell auch in eine Bund-Länder-Kommission eingebracht wird, denn in der Tat, das haben die Vorredner schon, gesagt, es geht hier nur sozusagen im Konzert der Länder mit dem Bund und vieles spielt sich dann übrigens auch auf europäischer Ebene ab und da brauchen wir eine einheitliche Position, siehe AVMD-Richtlinie. Und das ist schon mal etwas, ein Punkt, an dem wir heute vor einem Jahr ja noch nicht waren. Vor einem Jahr haben wir die Motivation, die Richtung hier festgelegt oder präsentiert. So, und jetzt ist es einen sehr konkreten Schritt weitergegangen. Ich würde mir zum Beispiel fast wünschen, dass es in Bayern, weil das haben wir schon oft gesagt, ich habe schon oft gesagt, Medienpolitik ist Chefsache, am besten Kabinettsbeschluss dazu gibt, dass das wirklich zur Chefsache erklärt wird, das Thema, und nach vorne getrieben wird. Und dass wir heute an diesem Punkt sind, in all diesen Bereichen wirklich konkrete Gesetzestextänderungen normiert zu haben, zumindest als Diskussionsvorschlag jetzt einbringen zu können, ist geschehen, trotzdem wir auf den letzten Metern zum Teil von links und rechts noch so ein paar Gegenreaktionen hatten von den Fraktionen, die dachten, ja, da formiert sich jetzt mal dieser runde Tisch, die wurschteln da mal ein bisschen vor sich hin, 2 Jahre lang und am Ende kommt doch nichts bei raus. Und dann war ja jetzt auf den letzten Metern so ein bisschen die Reaktion, gerade ist schon angeklungen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, ui, da ist jetzt wohl doch was, was man wirklich in die Hand nehmen kann und was man ernst nehmen muss. Jetzt versuchen wir nochmal schnell da das Thema Besitzstandswahrung unterzubringen. Ich will nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier und da Gegenvoten gibt, aber wir haben uns alle, selbst die eher auf der Schiene, wir wollen möglichst wenig verändern, unterwegs sind, wir haben uns alle gemeinsam auf einen Prozess committed, der verschiedene Ergebniskategorien clustert. Und an dem Punkt sind wir heute. Und das gab es in der Form, meine ich, so noch nicht. Das gibt es auch in anderen Initiativen, in anderen Bundesländern, in dieser Konkretisierung per heute in dieser Form nicht. Und insofern sind wir, glaube ich, vorne.
Gute Frage. Also erstens darf ich Ihnen sagen, dass wir die Zusammenfassung auch hier übers Internet abrufbar machen. Und gerade die nächste Runde, Sie mir die Frage vorweggenommen haben. Ich habe aber jetzt vorher noch mal den Herrn Schmidt mit einer Meldung. Und dann ist tatsächlich so, dass ich bitte, dass jeder mal einen Punkt herausgreift, der ihm besonders wichtig ist. Dort aber auch durchaus die streitigen Optionen, die aufgeschieden sind, benennt. Aber erst noch der Satz und dann würde ich bitten, vielleicht, Schneider, wenn Sie anfangen. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen unter Leistungsdruck, mal was mit Gehalt zu sagen nach 20 Minuten. Ich wollte einen Satz auch sagen, das werden Sie ertragen müssen, dass auch der an sich natürlich kein Gehalt hat, aber auf Gehalt hinweist. Ich finde das eigentlich Bemerkenswerte an der Veranstaltung heute und gestern ist, dass wir ja zwei gegenläufige Prozesse haben, nämlich sozusagen Bottom-up und Top-down. Wir haben gleichzeitig das Gutachten der Länder zum Thema neue Medienordnung, das Sie sicherlich gelesen haben, weil der relativ viel Gehalt drin ist, 116 Seiten, ich habe es gelesen. Das Interessante ist, dass die gleichen Punkte aufgerufen werden und die Lösungsvorschläge in ganz vielen Fällen auch gleich sind. Das heißt also, wir verjüngen uns auf einen Bereich, den wir Ihnen gleich im Detail sicherlich schildern werden, bei dem ich möchte sagen, die Politik in die geradezu unangenehme Situation gebracht wird, dass es eigentlich keine Ausrede mehr gibt. Aber ich übergebe jetzt mal an Gehalt. Also ich habe ja schon einen Themenkomplex angesprochen, das ist dieser Blick von Bundeskartellamt, Bundesnetzagentur, Rundfunkrecht, dass hier das nicht geht, dass einer entscheidet, ohne auf die Belange des anderen Rücksicht nehmen zu müssen. Das ist eine Forderung, dass wir hier die Zusammenarbeit institutionalisieren müssen, dass es auch im Abstimmungsverhältnis mit den Ländern passieren kann. Das Zweite greife ich auch, das strittig ist, können Sie sich vorstellen, sowohl der Rundfunkstaatsvertrag wie der Jugendmedienschutz gilt für beide Seiten des dualen Systems, für den öffentlich-rechtlichen wie für die privaten. Die Aufsicht ist anders organisiert. Es gibt eine unabhängige Aufsicht für die privaten und es gibt eine interne Aufsicht im Bereich Werbung und Jugendschutz für die öffentlich-rechtlichen. Da war relativ Konsens in der Gruppe, dass das eine gemeinsame Aufsicht geben soll. Gibt es natürlich Widerspruch des öffentlich-rechtlichen, der sagt, wir wollen festhalten am unseren. Da sind wir an einem Punkt, wo die Politik entscheiden muss, in welche Richtung will sie gehen. Wenn das mal entschieden ist, glaube ich, findet man relativ schnell auch wieder, wenn es eine Änderung gäbe, wie muss ich das organisieren, dass beide Partner auch wieder berücksichtigt sind. Das ist ein solcher Punkt, der halt in einer Differenz endet. Oder auch, wie stark soll das Werbeverhalten des Öffentlich-Rechtlichen sein, soll eine Begrenzung, gibt es auch das klare Votum auf 60 Minuten, Werbung im Hörfunk zu begrenzen. Die Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen sehen das anders. Das können wir nicht am runden Tisch lösen. Da gibt es die beiden Positionen und hier muss die Politik entscheiden. Eine auch strittige Position, wo Sie den einen Part einnehmen, war ja auch, inwieweit man die Aufsicht der Landesmedienanstalten eventuell vereinheitlichen, zurückfahren oder wie auch immer modifizieren kann. Sehen Sie dann eine Chance, dass wir da weiterkommen? Ja, es gab eine Debatte, die von der Bundesebene kam, dass man die Landesmedienanstalten abschaffen soll. Und wenn dann eine Einrichtung schafft, aber das war in der ersten Runde, war dann das Konsens, dass es nicht der richtige Weg mit ist und dann hat man das auch nicht mehr weiterverfolgt. Aber vielleicht kommt es wieder von der politischen Seite. Herr Schmidt. Die Arbeitsgruppe 2, die während des Prozesses mit der AG 1 von Konrad Albert fusionierte, weil die Themen sehr ähnlich sind, hat eine Vielzahl von unterschiedlichen Themen besprochen. Ich werde 3 oder 4 kurz hervorheben. Das erste Thema, das intensiv besprochen wurde, ist das Thema geistiges Eigentum und Urheberrechtsschutz. Hier adressieren wir die klare Aufforderung an die Politik, sich unmissverständlich zum Wert des geistigen Eigentums zu bekennen. Wir fordern die Politik und die von ihr beauftragten Institutionen wie die Landesmedienanstalten auf, die Bedeutung des geistigen Eigentums zum zentralen Thema von Medienkompetenzprojekten zu machen und dafür zu sorgen, dass vor allen Dingen jüngere Zielgruppen verstehen, warum es das gibt. Wir haben eine intensive Diskussion gehabt zum Thema Providerhaftung. Also bei der Frage des Vollzugs geistigen Eigentums, da sind natürlich die Interessenlagen etwas schwieriger. Wir sind uns aber darüber einig, dass es eine Überprüfung der jetzigen Providerhaftung geben muss und dass wir hierbei die Verhältnismäßigkeit überprüfen müssen. Wir wollen
Weiterhin beim Wettbewerbs-, Kartell- und Konzentrationsrecht, auch weiß Gott kein ganz leichtgängiges Thema. Aber auch da bestand weitflächig Konsens. Im Gegensatz zu dem, was Herr Mund gestern gesagt hat, ist die klare Position der Teilnehmer des runden Tisches, dass wir die Notwendigkeit sehen, dass das Wettbewerbsrecht und das GWB um Sonderregelungen ergänzt wird, die Transformationsprozesse, wie sie Medien momentan haben, abbilden. Es besteht Konsens darüber, dass wir die Politik auffordern, die Monopolkommission intensiver einzubinden, weil die Monopolkommission im Gegensatz zum Bundeskartellamt perspektivische Marktbetrachtungen vornehmen kann, die hier wesentlich sind. Denn all die Projekte, die im Moment scheitern, scheitern ja, weil das Kartellamt eine pure Status-Quo-Betrachtung durchführen muss. Und wir sagen, es bedarf sozusagen der In-Aussichtnahme. Wir haben uns darüber hinaus mit dem Thema Hörfunk beschäftigt. Das hebe ich deswegen gesondert hervor, weil auch klar wurde, dass viele der Diskussionen, die wir führen, zu trennen sind zwischen audiovisuellen Medien einerseits und Hörfunk auf der anderen Seite. Beim Hörfunk ist neben dem Werbethema, das natürlich zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten umstritten war, klar geworden, dass wir eine Flexibilisierung bei den Beteiligungsvorschriften fordern, dass wir sagen, es muss eine Vereinfachung auch der Übertragung von Gesellschafteranteilen und Ähnlichem geben, damit wir eine reaktionsfähige Hörfunkbranche haben. Das waren im Wesentlichen die Punkte aus diesem Bereich. Dann haben wir im Datenschutz relativ intensiv diskutiert. Hier ist auch klar geworden durch alle Marktbeteiligten, dass es hohe Zeit ist, dass die Datenschutzregelungen nicht nur europaweit einheitlich durchgeführt werden, sondern dass wir vor allen Dingen eine Lösung finden müssen zwischen den Datenschutzregelungen aus den USA und uns. Das heißt also, die jeweils gegenseitige Anerkennung der Standards ist Voraussetzung, weil ansonsten insbesondere im Online-Bereich Geschäftsmodelle in Europa nicht sinnvoll zu entwickeln sind. Das ist jetzt in aller Kürze, sind das die Punkte, die ich mir herausgenommen habe. Wie gesagt, das ist im Kontext zu sehen zu dem, was Konrad Albert berichten wird. Frau Schumacher. Ja, also ich würde mal beginnen mit dem Punkt Plattformen. Wie gesagt, einheitliche, konkrete Handlungsempfehlungen, die sozusagen die Gruppe insgesamt mitgetragen hat, sind nicht hervorgekommen. Aber wir waren uns im Wesentlichen einig, gerade bei der Plattformregulierung, dass wir auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir es mit neuen Markt- und Gefährdungslagen zu tun haben, dass die Gefährdungslagen, die die Plattformregulierung adressieren sollte, in jedem Falle unabhängig von der Inhaberschaft eines Netzes auch betrachtet werden müssen, weil das haben wir ja sozusagen auch gestern den ganzen Tag immer wieder gehört, wir einfach hier mit ganz anderen Playern und Machtstrukturen zu tun haben. Und wir sind uns auch einig gewesen, dass man die Fragen der Auffindbarkeit von der des Zuganges klar trennen sollten und sozusagen besonderen Regulierungsanforderungen unterwerfen sollte, so man denn Gefährdungslagen identifiziert, die man adressieren möchte. Also das sozusagen immer vorangestellt. Und in dem Sinne muss man sich jetzt in dem nächsten Schritt sozusagen einer weiteren Konkretisierung auch erst nähern. Das heißt, die konkreten Lücken eben nochmal identifizieren, die wir da heute erkennen, aber auch diejenigen Überschüsse an Regulierung identifizieren. Und dann die nächste Frage, wie Aggregatoren eben sinnvollerweise einbezogen werden können in die Plattformregulierung. Und dann eben das Thema Auffindbarkeit und Suchmaschinen nochmal anzugehen, wo man sich vorstellen kann, wenn wir denn bei der Frage der Lizenzierung wegkommen von dem heutigen System, dass man dann eben da auch bestimmte Aspekte des Public Value dann wiederum in der Auffindbarkeit auch entsprechend spiegelt. Aber auch da eben sind wir sozusagen nicht zu einer klaren Handlungsempfehlung gekommen, weil das in der Tat, glaube ich, auch den Beteiligten so nicht überantwortet werden kann aufgrund der hinterliegenden Wertentscheidung. Das Thema Must Carry hatte ich schon angesprochen. Da ist es so, dass wir ganz klar einerseits einen Überprüfungsauftrag sehen, der sich fragt, müssen die Must Carry-Regelungen in der Form heute noch weiter bestehen? Und wenn sie so weiter bestehen, ist es nicht eine Frage der Verhältnismäßigkeit auch, dass man dann Kompensationsmechanismen vorsieht und wie könnten die denn aussehen? Gibt es vielleicht auch Möglichkeiten dann im Urheberrecht Freistellungen statt einer sozusagen echten Entgeltkompensation vorzusehen und Ähnliches. Dem steht gegenüber das Votum sozusagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, der aufgrund des Ausgestaltungsauftrags da eigentlich gar keine Bewegungsfreiheiten sieht. Und im Übrigen auf
Gerichtsverfahren verweist. Das ist sozusagen der Status, den sich die Politik dann eben ansehen muss und entscheiden muss. Und daneben gibt es die ganze Frage noch, wie sind Non-Must-Carry-Programme dann sozusagen mit Blick auf Chancengleichheit eben weiter zu reflektieren. Und das ist eben genau die Bedingtheit. Je mehr Must-Carry ich habe, umso schwieriger wird das natürlich für die anderen Programme, dort die Chancengleichheit herzustellen. Aber an dem Punkt stehen wir. Und aber was, glaube ich, klar auf dem Tisch liegt, ist die Frage, dass die Wertentscheidungen einfach dann irgendwann getroffen werden müssen. Ja. Das vielleicht auch zum Hinweis, das war genau die Art und Weise, wie man versucht hat, dann aus einem Handlungsfeld tatsächlich die Optionen rauszuholen, weil eben eine Einigung in gerade so einem schwierigen Fall noch dazu bei offenen Prozessen nicht angestrebt werden sollte und auch nicht zu erwarten war. Herr Albert. Ja, die Arbeitsgruppe 1 hat in der Tat einen sehr erfreulichen Katalog an Handlungsempfehlungen formuliert, größtenteils in der Tat sehr einheitlich, und ich greife einige Themenkomplexe mal heraus. Wir fangen mit den kurzen und einfachen an. Wir haben intensiv über das Thema Steuerrecht geredet. Wir haben in Europa sehr unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, die den Wettbewerb der Unternehmen innerhalb von Europa zum Teil sehr verzerren, weil sie die Profitabilitätssituation der Unternehmen unterschiedlich gestalten lassen. Wir haben zum Teil eine sehr kleinteilige Steuerordnung für Medienunternehmen in Deutschland, und wir haben auch eine ganz gesonderte steuerliche Behandlung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Und wir haben in diesem Kontext Forderungen postuliert zur Angleichung der Mehrwertsteuersätze innerhalb der EU. Das gekoppelt mit konkreten Ausformulierungsvorschlägen für die Körperschaftssteuer, die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer, die Kapitalertragssteuer und die Umwandlungssteuer. Das ist alles sozusagen ready-made und kann im besten Fall morgen Gesetzestext werden. Wir haben uns um ein weiteres für uns alle, glaube ich, sehr wichtiges Thema gekümmert, um die Werbung. Wir stellen ja fest, dass in der konvergenten Medienordnung wir sehr starke wettbewerbliche Verzerrungen haben, dadurch, dass der klassische Rundfunk sowohl hier im nationalen Recht als auch über die AVMD benachteiligt ist gegenüber nonlinearen und Nicht-Rundfunkmedienangeboten, was die quantitativen Werbebeschränkungen angeht. Wir sprechen uns deshalb dafür aus, diese deutlich zurückzufahren. Die qualitativen Werbebeschränkungen bleiben selbstverständlich. Das heißt vor allem das Gebot der Trennung von Werbung und Programm. Das heißt, die Erkennbarkeit von Werbung ist für uns nach wie vor sehr wichtig. Wir wollen aber eine flexible Programmierung über die Stundenzeiträume. Das Tagesvolumen in Gesamtheit soll bleiben. Splitscreen-Werbung soll anteilig auch maximal angerechnet werden können. Und wir wollen eine Beschränkung des Einzelspots, der Einzelspot-Werbung aufheben, die Regelung für Produktplatzierungen lockern und so weiter und so fort. Auch hier jeweils ganz konkret und auch in diesem Komplex übrigens ohne Gegenvoten wurden Formulierungen erarbeitet. Und der intensivst diskutierte Themenkomplex in unserer Arbeitsgruppe war das ganze Thema Rundfunk, wie sind audiovisuelle Angebote zu behandeln in der konvergenten Medienwelt, wenn es um die Fragen geht der Lizenzierung. Warum müssen eigentlich klassische Rundfunksender komplexe, zum Teil übrigens auch durchaus kostenintensive Lizenzierungsverfahren durchlaufen, während Medienangebote, die heute nicht dem Rundfunk mehr zugerechnet werden können oder werden, dieses überhaupt nicht kennen. Was wir dazu entwickelt haben, ist ein Modell der Basisregulierung, der abgestuften Regulierung, und die unterste Stufe dieser Basisregulierung ist eine Notifizierungspflicht. Das heißt, es geht natürlich darum, zu wissen, wer steckt hinter einem Angebot. Das heißt, wir wollen eine Impressumspflicht normieren und die Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse. Darüber hinaus gelten dann die allgemeinen sozusagen Wertgrundsätze, Jugendschutz, Datenschutz, Vielfaltssicherung und natürlich immer auch der Schutz der Menschenwürde. Das ist sozusagen dann eine sehr stark vereinfachte, auch sehr praktikable neue Form der konvergenten Regulierung. Auf diese
Stufe kann sich dann auf freiwilliger Basis ein besonderes Notifizierungsverfahren drüberlegen. In einem solchen besonderen Notifizierungsverfahren lege ich dann noch offen, welche Beteiligungen ich habe, beispielsweise über verbundene Unternehmen informiere und so weiter und so fort. Wenn ich diese Notifizierung, auch das ist sehr konkret ausformuliert, hinterlegt habe, kann ich, wenn ich das möchte, auf freiwilliger Basis und auf Basis von Verträgen, die ich dann als Veranstalter mit meiner Medienaufsicht schließe, das ist quasi ein öffentlich-rechtlicher Leistungsvertrag, dann mich verpflichten, besondere Public-Value-Inhalte auch in meinen Inhalten darzubringen. Also beispielsweise Stärkung oder regionale Programme, beispielsweise Nachrichtenprogramme, beispielsweise barrierefreie Angebote und so weiter und so fort. Wir reden hier darüber, dass wir diese Verträge für begrenzte Zeiträume, die müssen ein bisschen substanziell sein, wir haben über 4-5 Jahre geredet, abschließen, normieren. Und auf dieser Basis habe ich dann natürlich als Anbieter, aber immer freiwillig, die Möglichkeit, mich zu differenzieren von Wettbewerbern und dann eventuell auch hier bei den Kollegen auf den Plattformen auch sozusagen ein bisschen mehr Wohlwollen zu ernten. Das heißt, hier setze ich das dann durch, auch über die Umsetzung in der AVMD. Medienstaatsvertrag muss natürlich mit Verzicht auf Linearität neu oder überhaupt geschaffen werden, dieser Medienstaatsvertrag. Da reden wir schon lange drüber, den gibt es noch nicht. Abschließend sei hier der Vollständigkeit halber angemerkt, wir haben ja zwei Gegenpositionen gehabt, die das Ganze zwar nicht sozusagen ablehnen, aber etwas modifizieren wollen. Zum einen die Verleger, die zum Schutz ihrer regionalen Märkte fordern, dass Angebote, die regional sind, einer besonderen Lizenzierungspflicht unterliegen. Das heißt, sie müssen auch regional lizenziert werden. Das ist ein Stück weit eine Einschränkung dieser Basisregulierung, aber das möchte ich auch deutlich sagen, keine komplette Konterkarikierung. Und das zweite Gegenvotum kam von den öffentlich-rechtlichen Kollegen, relativ zum Schluss noch eingebracht. Die Kollegen fordern, dass der öffentlich-rechtliche Handlungsauftrag quasi technologieneutral ausgeweitet und ausgebaut wird. Also weil es sind ja viele Teilnehmer auch im Saal, bevor ich auch da die Möglichkeit eröffne, jetzt mit an der Diskussion teilzunehmen, bloß als Frage, die Lizenzpflicht ist sozusagen das Schwert der öffentlichen Aufsicht auch gewesen. Was sagt denn die BLM dazu, dass man jetzt eventuell mit Rundfunkangeboten, wie heute schon mit anderen Medienangeboten, einfach beginnt, das nur noch anzeigt und sozusagen die Bottleneck-Funktion oder Kontrollfunktion eventuell abgeschafft würde. Und dann bitte ich einfach, sich zu melden, wer noch einen Beitrag haben will. Ich hoffe, wir haben ein Saalmikrofon da, wenn nicht, stelle ich meins zur Verfügung. Haben wir? Okay. Ja, nachdem der Herr Albert nicht gesagt hat, dass ein Gegenvotum der Landesmedienanstalt vorliegt, können Sie davon ausgehen, dass wir das bei uns auch intensiv diskutiert haben und auch als Aufsicht einfach sehen, dass man nicht so weitermachen kann, wie es halt jetzt aus der analogen Welt kommt, in die digitale Welt rüberzuführen. Wo wir Wert darauf legen, ist, dass die Anmeldung, die Registrierung so ist, dass man auch weiß, wer steckt dahinter. Das ist ganz entscheidend. Und dann ist die Frage, je mehr man im alten Sinn Rundfunk mit bestimmten Auflagen versieht, vielleicht auch bestimmte Privilegien dann genießt, dann kommen weitere Informationen dazu, die letztlich auch die Aufsicht, wenn etwas schieflaufen sollte, was ja keiner unbedingt will, dass man dann auch zugreifen kann und auch reagieren kann. Also von Seiten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien ist hier Konsens signalisiert worden. Wir können mit dieser neuen Form der Aufsicht gut leben. Ja, vielen Dank. Wer hat Fragen oder Beiträge? Herr Weber. Guten Abend, guten Tag. Geht es? Ja. Peter Weber, Justiziar des ZDF. Nachdem hier ausreichend Bashing des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrieben worden ist, ist es wahrscheinlich angezeigt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzu sich auch äußert. Sie wissen alle auf dem Panel, dass wir sehr wohl uns beteiligt haben. Wir haben uns nicht an allen Arbeitsgruppen beteiligt,
weil teilweise die Besetzung mit Industrieplayern, wie sie sich selbst bezeichnen, in der AG-Leitung von vornherein das Ergebnis ein bisschen vordefiniert hat. Aber wir haben uns sehr wohl, Herr Dr. Schmidt, wissen Sie, ich habe mich in Ihrer Arbeitsgruppe beteiligt und wir haben uns dort auch von Anbeginn eingebracht. Wer am Schluss wann gemailt hat und wer am meisten gemailt hat, ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk war es nicht, da haben eine ganze Menge dann am Schluss die E-Mail-Schlachten geführt. Ich finde es zunächst gut, dass diese Themen gesetzt sind und dafür möchte ich auch dem Bayerischen Wirtschaftsministerium ausdrücklich danken, weil ich glaube, es sind alles Themen, die diskutiert werden müssen. Teilweise, Sie bezeichnen sich als Industrievertreter, das ist völlig legitim. Und auch richtig so, der Rundfunk und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist kein Industrievertreter, sondern hat eine andere Funktion. Und wenn ich dann bei dem Stichwort Deregulierung einhaken darf, dann wurde es nicht spät eingebracht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Funktion zu erfüllen hat, sondern das ist Verfassungsrecht. Wenn Sie die ZDF, die letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-Staatsvertrag lesen, dann wird dort in ganz deutlichen Worten gesagt, der Rundfunk darf nicht allein den Marktkräften ausgeliefert werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Funktion in der Vielfaltssicherung und er steht im dualen System wie kommunizierende Röhren zu kommerziellen Angeboten, die legitimerweise auf Gewinn ausgerichtet sind. Und an der Stelle haben wir uns eingebracht und haben gesagt, wenn Deregulierung bei kommerziellen Angeboten stattfindet, bis zu welchem Maß das verfassungsrechtlich zulässig ist, wird sicherlich im Einzelnen zu diskutieren sein, dann heißt das etwas für den Funktionsauftrag und für die Ausgestaltung des Funktionsauftrages öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie sprechen zu Recht davon, dass Regulierung im Rundfunk nicht mehr nach der Darreichungsform, nicht mehr linear oder nonlinear allein funktionieren darf. Das heißt dann auch was für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann ist der Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Tat neu zu überdenken und technologieneutral auszugestalten. Und auf diesen Weg haben sich die Länder ja jetzt, wenn ich es richtig verstehe, in dem letzten Beschluss der Ministerpräsidenten unlängst auch begeben, um entsprechende Beratungen zu führen. Insoweit ist es noch nicht einmal ein Gegensatz. Wir sagen lediglich, wenn ihr das eine tut, könnt ihr das andere nicht lassen und das steht in einem Abhängigkeitsverhältnis voneinander. Es gibt andere Themen, wo wir sehr konsensual unterwegs waren und mit Verlaub, Herr Schneider, mich wundert es, dass Sie jetzt den Jugendschutz hier nennen, denn im Bereich des Jugendmedienschutzes, auch hier weiß es Herr Schmidt, haben wir wesentlich das Papier geschrieben und nachher natürlich gemeinsam beraten und sind konsensual zu einem Ergebnis gekommen. Eine gemeinsame Aufsicht über den Jugendmedienschutz steht dort in keinster Weise in den Papieren drin. Es steht im Gegenteil drin, dass wir über gegenseitige Anerkennung getroffener Jugendmedienschutzentscheidungen und Einstufungen reden müssen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Auch hier sagt das Bundesverfassungsgericht ganz klar, die binnenplurale Kontrolle ist die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemäße Kontrollform. Das ist keine Selbstkontrolle, das ist eine gesellschaftliche Kontrolle. Und der Jugendmedienschutz, der hier ausgeübt wird, ist ein sehr präventiver, bei dem wir nicht nur repressiv reagieren, sondern beratend tätig sind. Letztes Wort. Plattformregulierung ist ein gemeinsames Anliegen, glaube ich, sehr weitgehend, jedenfalls mit den Rundfunkanbietern. Dort müssen wir endlich einen Schritt weiterkommen. Ich glaube, Evaluierung wird da noch nicht ganz reichen, sondern der Gesetzgeber ist aufgerufen, hier erste Schritte zum Beispiel zur Regulierung von Benutzeroberflächen zu machen und konkret in Aussicht zu nehmen. Das sind auch Vorschläge auf dem Tisch, die man relativ einfach umsetzen kann. Im Urheberrecht haben wir uns auch auseinandergesetzt. Es gibt dort zwei Sichtweisen. Die eine ist stärker auf Rechtsdurchsetzung ausgelegt. Die andere sagt, wir müssen mehr neue technologieneutrale Modelle finden, um mehr legale Angebote im Markt zu machen. Stichwort zum Beispiel, wenn Sie bei dem Weitersenderecht schauen, steht da heute noch Kabelweitersendung. Deutschland ist eine Insel. In dieser Frage rundherum ist diese Weitersendung technologieneutral ausgestaltet. Es kann nicht darauf ankommen, ob ein Stück Kabel dazwischen ist, sondern es kommt darauf an, was für ein Geschäftsmodell wir haben. Und das sehen im Übrigen manche Plattformbetreiber auch ähnlich. Der letzte Punkt. Ja, wir haben Auseinandersetzungen um die Frage Einspeiseentgelte. Und mit Verlaub, Frau Schumacher, das wird unter KDG-Vorsitz
an einem runden Tisch nicht lösbar sein. Sie machen Geld mit der Weiterverbreitung unserer Angebote. Das ist in Ordnung, hochprofitabel. Wir müssen aber nicht dafür bezahlen. Es ist in Europa auch nirgendwo der Fall. Abschließend, ich glaube nicht, dass wir so beiseite geblieben sind, sondern unsere Aspekte sind keine industriepolitischen, sind berechtigte und wir haben sie eingebracht und würden uns freuen, wenn sie aufgegriffen werden. Dankeschön. So, vielen Dank. Ich habe jetzt genau zugehört. Ich habe keine Frage gehört. Das war also ein Statement. Und bei einer Sache würde ich bloß einhaken. Industriepolitische und gerechtfertigte Interessen muss kein Gegensatz sein. Wer hat sonst noch Anmerkungen und Fragen? Ich würde erst mal sammeln und dann eine Runde noch mal im Podium machen. Herr Tembusch. Habe ich jetzt jemanden noch übersehen? Sonst noch Meldungen? Also ich habe eine Anmerkung, weil ich war ja selbst Mitglied beim Runden Tisch und zwar zum Bereich Radio. Was wir zusätzlich noch gefordert haben, das steht ja auch im Katalog drin, ist, dass Radio einen konzentrierteren Prozess braucht. Das heißt, wir müssen uns im Wettbewerb stellen gegen sehr konzentrierte, sage ich jetzt mal, Wettbewerber wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Mehrebenenstrategien fahren kann, personell, finanziell und so weiter, sehr gut ausgestattet ist, nicht zuletzt frequenztechnisch. Und wir brauchen auch eine Antwort auf nationale Wettbewerber, die sich im Audiosegment breit machen, die jetzt noch nicht so richtig zu sehen sind. Aber das ist in der digitalen Entwicklung so. Wenn der Markt dann mal gemacht ist, dann kommen die eben an, sage ich jetzt mal, jeder Ecke zum Vorschein. Und dann wird man erst sehen, wo der Wettbewerb zu diesem Zeitpunkt steht. So, darauf ist die Radiolandschaft, die private Radiolandschaft nicht vorbereitet. Deswegen brauchen wir Prozesse, die eben Senderverbünde und auch, ich sage jetzt mal, das konzertierte Vorgehen gegen Programmstrategien der Öffentlich-Rechtlichen ermöglichen. Und das muss auch länderübergreifend passieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da gucke ich jetzt mal in Richtung Fernsehen und sehe, dass das bei den beiden großen Gruppen schon weitestgehend gelungen ist und dass die sich im digitalen Feld, das ist ja auch völlig richtig, schon gegen die digitale Konkurrenz aufgestellt haben. Da sind wir im Radio noch Lichtjahre zurück und deswegen ist es dringend nötig. Ja, vielen Dank. Auch da keine Frage. Ich schaue nochmal ins Publikum. Übersehe ich einen? Nein, dann würde ich jetzt einfach, will noch jemand zu diesen Statements was sagen, sonst schiebe ich eine letzte Frage hinterher. Noch zum Statements? Es ist angeklungen, es gibt noch viele Fragen, die offen sind. Wird jetzt hier gewünscht aus dem Kreis der Teilnehmer am Runden Tisch, insbesondere der, die ja die Arbeit sehr intensiv betreut haben, der Vorsitzenden der Arbeitsgruppen, dass wir diese Diskussion fortführen? Und wenn ja, welche Themen sehen Sie da als besonders dringend an, die wir vielleicht mit dem Ziel nächstes Jahr in ähnlicher Weise konkretisieren müssen, wie es heute schon angeklungen ist? Also, ich glaube, man ist ja, wenn man selbst zuhört bei den Berichten aus runden Tischen, dann denkt man immer, naja, so viel war es doch gar nicht. Der Weg zu dem, was wir hier berichtet haben, ist ein nicht ganz einfacher. Sie wissen alle, die Sie hier im Raum sitzen, dass wir von sehr unterschiedlichen Blickwinkeln aus gestartet sind. Die Kernbotschaft, und das wäre auch die Antwort auf die Frage, wo wir weitermachen müssen, die Kernbotschaft in allen Themen ist schon eine ziemlich weitreichende. Denn wir waren uns alle darüber einig, dass die konvergente Medienrealität erfordert, dass wir das Regulierungssystem neu denken. Und das beginnt bei dem einfachen Punkt, die Linearität als Unterscheidungskriterium hat sich erledigt. Daran hängt unheimlich viel. Daran hängt Lizenzierung, daran hängt die Unterscheidung zwischen Rundfunk und Nichtrundfunk, daran hängt, das hat Herr Weber zu Recht aufgerufen, die Frage, wie definiere ich eigentlich öffentlich-rechtliche Dienste in Zukunft, daran hängt die Frage, wie reguliere ich Zugang, daran hängt das Medienkonzentrationsrecht. Insoweit ist die Antwort auf die Frage zweiteilig. Erstens, natürlich müssen wir weiterarbeiten, denn das, was daraus folgt, ist noch eine Menge Holz. Und gerade im Bereich zwischen Distribution und Content wird das auch noch ein Stück Arbeit werden. Aber, und deswegen zweiteilig, wir müssen eigentlich uns kurz auf den Parkplatz stellen und warten, bis die Politik die Grundentscheidungen gefällt hat. Also wir haben einen Katalog abgeliefert. Es gibt sozusagen zwei Kategorien von Themen. Es gibt welche, die wir als verhältnismäßig einfach empfinden und wo es klare Empfehlungen gibt, die kann man jetzt umsetzen oder eben auch nicht, wie zum Beispiel im Steuerrecht, wie zum Beispiel beim Datenschutz, wie zum Beispiel beim Urheberrecht, wie möglicherweise auch im Kartellrecht. Und es gibt Themen,
die weitreichender sind, weil sie sozusagen ein System meinen. Und das sind all die Themen, die mit der Medienordnung im klassischen Sinne zusammenhängen, von der Frage der Linearität bis zur Frage, wer sie eigentlich beaufsichtigt. An diesem zweiten Komplex, am ersten Komplex glaube ich nicht, dass wir weiterarbeiten müssen. Wir haben das getan, was wir sozusagen tun können. Herr Weber hat zu Recht darauf hingewiesen, dass bei diesen Themen die Kollegen vom ZDF auch mit aktiv waren. Wir haben bei diesen Punkten im Prinzip Konsens. Es ist an der Politik, es zu tun. Beim zweiten Thema müssen wir weiterarbeiten, aber wir können nicht weiterarbeiten, wenn die Richtungsentscheidung nicht gefällt wird. Und die Richtungsentscheidung kann ich Ihnen auch gerne fällen. Aber ich glaube, dazu bin ich nicht befugt. Insofern geht es sozusagen zurück an die Politik. Die Bitte von Konrad Albert, der ich mich dringend anschließen würde, wir hoffen, dass die bayerische Staatsregierung das tatsächlich zum Chefthema macht. Wir hoffen, dass der runde Tisch diese Impulse mit in die Bund-Länder-Kommission einbringt. Ich bin zuversichtlich, dass das klappen kann, weil eben auch von der anderen Richtung, nämlich dem Gutachten der Länder, letztlich die gleichen Punkte aufgerufen werden. Aber klar muss auch sein, der runde Tisch konnte die Arbeit leisten, diese Punkte zu identifizieren und Lösungsvorschläge zu machen. Der Gesetzgeber bleibt immer noch der Gesetzgeber. Dem ist dann soweit nichts hinzuzufügen, aber vielleicht doch. Ja, also ich meine, wir haben uns vorher nicht diesbezüglich abgesprochen, aber es ist natürlich so, also ich hätte jetzt gesagt, ja, die Eckpfeiler müssen eben stehen und dann können wir in der Tat und stehen wir auch gerne bereit, weiterzudenken und die auszufüllen und übrigens auch vielleicht nochmal bei einer sauberen Analyse der Gefährdungslagen vielleicht auch nochmal sozusagen mit zuzuarbeiten, weil ich glaube schon, dass jeder Schritt, der jetzt gemacht wird, wirklich ganz genau geguckt werden muss, was für ein Problem habe ich eigentlich und was will ich denn eigentlich lösen und was will ich eben auch an Vielfalt nach vorne bringen. Das ist, glaube ich, also ist immer wieder der Punkt, wo wir heute sehen, es ist eigentlich vieles nicht mehr so ganz klar, was man eigentlich, wo man eigentlich hin wollte. Es passt jedenfalls nicht mehr. Und dann stehen wir sozusagen selbstverständlich und gerne bereit, da weiter mitzuarbeiten. Aber diese Punkte müssen tatsächlich erledigt werden und da schauen wir auch auf die Politik und es wird wirklich Zeit, die Dinge in die Hand zu nehmen und nicht nur, Herr Weber, um konkrete Fragen, die man jetzt so oder so rechtlich einordnen kann, nochmal im Interesse der einen oder anderen Partei zu entscheiden, sondern um eine durchdachte, systemische Lösung dann auch arbeiten, die das Gesamtumfeld berücksichtigt. Weil jetzt können wir, Must Carry kann so oder so ausgehen, aber was ist denn mit dem ganzen Rest der Programme? Was machen wir denn mit denen? Und da muss eigentlich der Gesetzgeber sich überlegen, wie sich das insgesamt zueinander verhalten soll. Also insofern ist da durchaus ein bisschen Arbeit zu tun und mit Blick darauf, dass wir auch wirklich Hochleistungsnetze wollen und brauchen und an anderer Stelle die Politik sozusagen hier immer wieder antritt und sagt, wir brauchen die beste Infrastruktur in Europa, in der Welt, Hochleistungsnetze, dann muss man eben auch gucken, dass sich diese Netze ordentlich refinanzieren können und die Investitionen, die da noch kommen sollen. Also insofern, wir freuen uns auf den nächsten Schritt. Ich möchte vielleicht noch anschließen, aus meiner Sicht arbeiten wir hier an nicht weniger und nicht mehr als an einer nationalen Aufgabe, ja, eine neue Medienordnung zu schaffen für die digitale Welt. Weil sind wir doch mal ehrlich, wir haben eine Rundfunkordnung, eine Medienordnung, die ist auf dem Stand des analogen Zeitalters. Wir haben starke Defizite im Infrastrukturausbau. Wir sind in der Digitalisierung in Deutschland auf Rang 16 in der EU. Das heißt, hier geht es um deutlich mehr als um bestimmte Besitzstände zu wahren. Hier geht es um deutlich mehr als Partikularinteressen durchzusetzen. Und diejenigen, die da auf dem Ewiggestrigen beharren, die setzen meines Erachtens deutlich mehr aufs Spiel als nur das Gelingen des runden Tisches. Deswegen in der Tat, ja, die Arbeit muss weitergehen. Wir müssen an den Themen arbeiten, wo wir noch keinen Konsens haben. Wir haben im letzten Jahr extrem viel geschafft. Zu vielen Punkten können wir einen Haken dran machen. Aber das ist jetzt ja nicht eine Arbeit la pour la. Und an der Stelle haben wir uns ja auch immer geöffnet. Also wir sitzen jetzt hier nicht als Arbeitsgruppenleiter alle, weil wir sonst nichts Besseres zu tun hatten. Es hätte auch jederzeit jemand von den öffentlich-rechtlichen Kollegen auch hier sitzen können und die Arbeit übernehmen können. Und die Arbeit oder die Einladung ist, glaube ich, nach wie vor eine offene. Und an dieser Stelle auch nochmal Dank an die ganzen Mitarbeiter, die in den letzten zwei Jahren da die Detailarbeit auch mitgeleistet haben, auch an das Wirtschaftsministerium. Und ich sehe da im Publikum Herrn Schmiege, der hat da in den letzten Wochenenden auch quasi einen Flohzirkus gehütet. Denn wir sind natürlich alle sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Interessen. Aber ich kann es nur nochmal sagen, ja, die meisten haben dann doch es geschafft, ihr originäres Einzelinteresse
hinter die große Aufgabe einmal zurückzustellen. Mit der ergänzenden Frage, hat denn die bestehende Rundfunkordnung noch eine Chance, wenn wir nicht schnell handeln? Wenn der runde Tisch schon 2 Jahre dauert, dann weiß man, dass es nicht schnell geht. Also ist jeder Tag, der weniger vergeht, ist ein gewonnener Tag, um das mal so zu formulieren. Ich habe gestern den Ministerpräsidenten gehört, wenn er allein wäre, würde er den Hammerschlag der Freiheit ausführen. Wenn jetzt die richtigen Beschlüsse in der Staatsregierung gefallen sind, glaube ich, ist ein schnelles Hineinbringen in die Diskussion der Länder, Kolleginnen und Kollegen, gegeben. Und dann, glaube ich, kann doch vieles geschehen. Es pressiert, denn die deutschen Medienunternehmen stehen ja nicht nur im gegenseitigen Wettbewerb, sondern stehen im europäischen, im internationalen Wettbewerb. Und je länger wir brauchen, dass die Medienordnung auch dieser Konvergenz eine Antwort gibt, umso schwieriger ist diese Wettbewerbssituation. Vielen Dank. Ich darf auch sagen, diese Vorschläge werden jetzt genommen, zu einer Positionierung im Rahmen der Regierungsbefassung gebracht und dann in der Folgezeit in die Rundfunkkommission eingebracht. Ich nehme mit, wir werden die Diskussion mit weiteren Themen fortsetzen. Nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Disputanten, Sie fürs geduldige Zuhören. Ich hoffe auch, dass für den Herrn, der sich vorher gemeldet hat, zwischenzeitlich auch noch was Konkretes dazugekommen ist. Und darf mich auch bei meinen Mitarbeitern bedanken, die wirklich in der vergangenen Zeit sehr viel telefoniert haben. Zum Glück gibt es Flatrates. Ich danke Ihnen. Ich glaube, damit haben wir eine Punktlandung geschafft und ich wünsche noch einen erfolgreichen Nachmittag. Ja.